Katapulte sind besser. Als Petroboli. So, damit wäre das eigentlich alles mal erledigt. Warum zerstört das Reich des Bösen all meine Gebäude? Ernsthaft. Überhaupt nicht cool. Vor allem meine Festung ist weg. Und mein zweiter Tempel und jetzt liegt hier jede Menge Holz rum. Weißt du was, das kann ich auch. Ich reiß dir deine blöde Festung da oben jetzt ein. Und dann prügel ich mich dann langsam durch zu deinem... Oh, 51 Nahrung. Die können aber Nahrung sammeln, ey. Dann prügel ich mich langsam... durch zu deiner... deinem Weltwunder. So. Gucken wir mal, was steht uns jetzt noch zum Weltwunder im Weg, außer die Einheiten hier. Da ist zum Beispiel Perseus und jede Menge Truppen und ein Wachturm. Okay. Gut, das heißt erstmal Hopliten. Du baust eine neue Festung. So, neue Truppen und Akanthos. Am besten verstärke ich mal meine Gebäude ein bisschen. Und verbessere mal die Ausbildungsgeschwindigkeit in meinen beiden Gebäuden hier. Ja, die Mission kann jetzt ein bisschen langwieriger wieder werden. Und das trojanische Scharnier brauche ich nicht unbedingt. Das ist Holz. Oh, ich habe noch gar keine Verbesserungen gemacht, sehe ich gerade. Und ich habe irgendwie kaum Nahrungssammler, fällt mir gerade noch so auf. So, jetzt kann ich noch 5 von denen. Wir sammeln wieder immer noch 6 Gold. Wie viel sammeln Holz? 6. Okay. Das heißt, ihr geht Nahrung sammeln. Die beiden hebe ich mir auf, wenn ich sie brauche. Da brauche ich noch mindestens einen Petrobolus, um besser durchzukommen. Angriffsstärke für meine Bogenschützen. Kupferschilde wären auch mal nicht schlecht. So, bessere Erträge von Feldern. Salzamphoren. Achso, und ihr seid hier hinten auf einmal. Na, komm mal wieder nach hier vorne.
Ja, ich muss hier die Militärakademie und alles, was im Weg steht, einreißen. Elite-Hopliten, schwere Bogenschützen wären auch vom Vorteil. So. Ist pass Pisten, brauche ich nicht unbedingt verbessern. Hier, das hier könnte ich noch. Oh, da ist Perseus. Perseus kann mythische Einheiten versteinern. Okay, baue ich halt zwei neue Petrobolos. Und noch mehr Hopliten. Und eigentlich dürfte das dann demnächst reichen, weil so viel haben sie nicht, was sie uns entgegenwerfen können. Sie brauchen ja ihre Truppen, glaube ich, mehr als dass sie ausbilden. Jedenfalls habe ich da so das Gefühl, dass sie das so tun. Na gut, hier ist Achilles wieder. Und hier sind ganz schön viele Truppen im Weg. Das ist vielleicht doch nicht ganz so gut, wenn ich jetzt schon angreife. Okay, ich kann... Wow. Ich kann erstmal die Truppen hier loswerden, die sie mir gerade entgegenschicken. Und dann mal gucken, dass ich noch mehr ausbilde. Beim Augenblick schicken sie mir genau dasselbe, was ich gerade habe, Elite. Truppen, nur wahrscheinlich sind ihre besser gepanzert als meine. Und sicher ist sicher, oder? Könnte jedoch ein bisschen mehr Geschwindigkeit beim Goldabbau gebrauchen. Auch wenn meine Goldmine nicht mehr lange mitmacht. Es nicht mehr lange mitmacht. Ah, da hinten wäre ja noch eine. Und ja, die gegnerischen Einheiten nehmen wirklich ab. Würde ich sich noch rentieren, was hier zu verbessern? Ja, auf jeden Fall die Rüstungen. Schwere Toxoti. Geschwindigkeit von meinen Belagerungswaffen vielleicht verbessern. Wow, oh, da kommt... Da kommen Elite-Hippikons. Sehr nett. Dann spicken wir doch noch einmal. Da wir es uns ja leisten können. Pegasi sind ja nicht so teuer. Dass wir nicht noch eins losschicken könnten. Und mit hier unten bemühen wir uns gar nicht erst. Wir holen hauptsächlich neue Truppen. Verbessern vielleicht noch unsere Waffen. Und ja, die Hispaspistenreiterei ist fast weg. Hier ist noch eine Statue des Blitzes. So, schicken wir einfach unsere Truppen mal rein.
und beschwören ein bisschen Pest. Die Statue des Blitzes ist ein bisschen nervig, also reißen wir sie schnell ein. So, und holen uns noch ein bisschen, ein paar Truppen. Okay, jetzt habe ich nicht mehr genug Hopliten. Ja, die gegnerischen Helden, die fallen. So, der Turm muss noch weg und da müssen die beiden Türme da noch weg. Also im Türme einreißen sitzt jetzt schon mal ziemlich gut. Sie haben sogar noch einen Speer. Yeah. Ich könnte sie sogar noch verbessern. Angriffsstärke, aber dafür bräuchte ich viel mehr Gold. So, jetzt habe ich nur noch zwei Petropoli. Und ich bin fast beim Weltwunder. Sehr schön. Und es kommt schon dramatische Musik, weil ich ein Weltwunder angreife. Das ist übrigens das Weltwunder von Atlantis. Und ganz ehrlich, was machen Prodomus hier? Die können doch mir gar nichts. Das sind Einheiten gegen Kavallerie. Und ich habe nur Infanterie. Wir werden ihr Weltwunder zermalmen. Ja, werden wir. Und wir haben gewonnen. Sehr schön. Zeus kann nicht direkt eingreifen oder er löst einen Krieg unter den Göttern aus. Aus diesem Grund seid ihr hier. Macht keinen Fehler. Wenn Kronos entkommt, so wird Atlantis aussehen. Und alles, was euch lieb ist, wird verloren sein. Mhm, das war Atlantis, was wir gerade zerstört haben. Akanthos, seid ihr wohl auf? Ja, nur ein schlechter Traum. Kommt mit mir, es wird Zeit, unseren Angriff zu planen. Habe ich das richtig verstanden? Unter Osiris' Pyramide befindet sich ein weiterer Zugang zur Unterwelt? Ja, wenn wir den Körper von Osiris wieder zusammenfügen, wird er leben. Wir haben ein Stück. Die restlichen drei Stücke müssen gefunden und hierher gebracht werden. Wir sollten uns trennen. Amanra, ihr, Chiron und ich werden unsere Männer aufteilen und die anderen Stücke zurückholen. Ajax, ihr kommt mit mir. Jo, jetzt kriegen wir... Ja. Wie wir gesehen haben, haben wir jetzt die Hintergrundinformation, worum es eigentlich in dieser ganzen Sache geht. Also Gagarensis will Kronos befreien, den bösen Titan, den wir übrigens auch im Intro gesehen haben, also im richtigen Intro, im Cinematic Intro. Das war der große brennende Erdhaufen da, der nachher hinter diese Tore verbannt wurde. Ja, und jetzt ist es unsere Aufgabe, Osiris zu... Also die Teile von Osiris zu finden und sie zurückzubringen in diese Stadt mit der Pyramide hier, damit Osiris dort wiederbelebt wird, weil eben dort ein Zugang zur Unterwelt ist. So, wir sind aber schon wieder ziemlich weit gekommen, haben wieder 4 Missionen gemacht in der Aufnahmesession. Einmal Tau ziehen. Unsere Helden setzen alles daran, um das Stück des Osiris in ihre Stadt zurückzubringen, bevor Khemsit damit zu seinem Stützpunkt entkommen kann. So eine Mission kennt man übrigens auch aus Warcraft 3. Dann hatten wir Isis, erhöre mich. Akanthos und Ajax werden in der Stadt Abydos gefangen genommen. Amandra muss sie befreien, das haben wir auch gemacht. Dann auf geht's. Nachdem die Helden wieder vereint sind, gilt es nun, das Stück des Osiris aus Abydos fortzuschaffen und die Angriffe von Khemsits und Kamos Truppen abzuwehren. Haben wir auch gemacht. Und danach guter Rat. Athene erscheint in
Akanthos im Traum und erhöht ihm Gargarenses teuflischen Plan. Akanthos muss sich in dieser Traumwelt zurechtfinden und eine seltsam vertraute Stadt erobern. Atlantis. Jupp. Das war's dann mal erstmal wieder mit dieser Aufnahme-Session von der Kampagne. Wir machen dann beim nächsten Mal mit Mission 17 weiter. Die Hälfte haben wir schon mal geschafft. Also, bis dann.